wir werden das jetzt so machen, ich stelle ganz kurz Rotraut vor. Dann gibt es hier diese ganze Ausstellung, haben wir vorbereitet, wo ihr euch die Dokumente, die Zeugnisse aus den letzten Jahrzehnten nochmal anschauen könnt und dann auch noch Fragen stellen könnt im Anschluss. Und während der Diskussion könnt ihr auch jederzeit was dazu fragen. Es wird sich jetzt einfach so locker entwickeln. Ne? Rotraut begleitet die Schoko ja schon seit der Besetzung, das heißt 40 Jahre lang. Bei der Besetzung war sie dabei, hat dann verschiedene Projekte gemacht, zum Beispiel ganz wichtig eben das Ökodach. Das erzählen wir dann genauer. Ich will nur mal so einen Überschlag machen. Zum 30. Jubiläum war sie dann auch da, da gab es auch schon einen tollen Tagesspiegelartikel. Jetzt zum 40. wieder dieser Artikel, der hier überall hängt. Ganz toll. Im Spiegel war sie auch schon mit ihren Projekten, zum Beispiel vom Teufelsberg. Ne? So, dann ein bisschen Bekanntheit und Anerkennung freut einen ja dann doch. Ja, und da wollen wir jetzt mal zurückblicken, wie das alles so passiert ist. Rotraut kommt eigentlich aus Stuttgart, das hört man gar nicht mehr. Da bin ich nur gerade mal geboren worden, ja? Aber sonst, ich komme aus der Schwäbischen, also aus dem Stauferland, vis-à-vis der Schwäbischen Alb. Ja. Okay, deswegen die Sprache bleibt Hochdeutsch. Man hört keinen Dialekt. Naja, da brauchte ich wirklich ein halbes Jahr, habe ich kein Wort gesagt, weil ich diesen schwäbischen Dialekt doch unbedingt abmelden musste. Ein halbes Jahr versunken. Ja, ja. Und sie hat eine vielfältige Ausbildung im künstlerischen Bereich, also hat Mode, Grafikdesign studiert und an der FU Berlin Erwachsenenbildung studiert. Und ist dann auf die Schoko in der Zeit 1979-80 ja, in Berlin mit okay Kindern, hat sie hier gelebt. Erzähle ich jetzt ja gleich. Also, das ist ja wirklich eine Wahnsinnsstory. Ne? Also ich habe wie gesagt als Zeichnerin angefangen und wurde Grafik und da konntest du kein Geld verdienen in Berlin. Ne? War völlig aussichtslos. Die haben nur gesagt, Mädel, du hast die Zeit verpennt, es wird fotografiert. Ne? So, und dann, dann ging das Leben so voran, ne? HDK, und dann ging das auch nicht, und dann verliebt, und dann plötzlich, zack, schwanger, und dann ne? Ein Kind, und ein Kind geht nicht, also zwei Kinder. Plötzlich hatte ich diesen fantastischen Beruf der Hausfrau, ne? So. Also, und das bei meinem Temperament, das war eigentlich nicht die Perspektive, die ich mir vorgestellt habe, ne? Also da in den Innenräumen, also hier, Wäsche waschen und so weiter. Ja. Also, es musste einfach was passieren. Also das vielleicht mal so ganz verkürzt. Ich hatte wirklich Druck, mich zu bewegen hier in der Stadt. Und dann, und die Kinder, da hast du plötzlich, Kinder musst du wie Hunde Gassi führen. Ja? Du musst, die konntest du nicht wie so ich früher einfach auf die Straße schicken. Also es war einfach so, dass das ganze Wohnumfeld nicht so war, wie ich das brauchte. Ne? Also ich meine, du bist ja nur beschäftigt mit Kindern dann. Ne? So. Und ich hatte ja eigentlich vor, Kunst zu machen. Ne? Also hatte ich so ein Zeitproblem. Und dann habe ich gedacht, okay, machen wir mal ein Projekt draus. Ne? Gehen wir mal das Wohnumfeld fotografieren. Wie sieht es denn aus? Unter welchen Bedingungen sehen wir unsere Kinder groß? Und weil das, also ich war dann an der FU, ich musste eine Diplomarbeit machen und dann dachte ich, mache ich das als Projekt, weil ich musste was machen, wo ich rede. Nicht, dass die Professoren mich reinlegen können und mich ausfragen. Also das war schon eine ziemlich genaue Überlegung, weshalb ich das gemacht habe. Gut, dann habe ich eine Volkshochschule angeleiert. Der ist hier beschrieben. Ich habe das ausgehängt, den Volkshochschulkurs. Das war schon 1977, ne? Das war 77 und... Stimmt, 77. Hast also, du geschrieben, deswegen habe ich. Ja, danke. Also jedenfalls, also ein Volkshochschulkurs und dann brauchst du ja für den Kurs mindestens 10 Frauen. Ne? So, und es war ganz eindeutig schon als ein emanzipatorischer Kurs angelegt. Also mit Hausfrauen und raus aus den Innenräumen und gucken, unter welchen Bedingungen. Und dann nimmt mal bitte die Kamera, nicht die kleine Akfa-Klack, sondern die von euren Männern, ne? So mit den drei Ringen und so. Und
lass es ja nicht fallen, sagten dann die Männer. Ne? So, die Frauen, die ihre Säuglinge da wickeln und machen, lass bloß die Kamera nicht fallen. Ne? Also das war so richtig rein in diese totale Reduzierung der Frau auf eigentlich ein bisschen doof. Ne? So. Und dass das nicht haltbar ist, dieser Zustand, das war uns allen klar. Also haben wir unsere Fotoapparate genommen und haben die Stadt studiert. Da war einmal eine Frau, die wohnt in der Daimannstraße, schicke Gegend, ne, am Kudamm. Und ich sagte, guck mal, ich komme mit dem Kinderwagen kaum vorbei. Die ganzen Bürgersteige sind vollgeparkt mit Autos. Und sie war Holländerin und hat dann so Beispiele aus Holland, so verkehrsberuhigte Zonen. Und so haben wir erstmal gesagt, ach, es geht auch anders. Ja? Man muss sich einfach nur informieren. Und diese Fotos haben wir alle selbst, die Filme, entwickelt. Wir haben selber die Abzüge gemacht. Und genau. Und dann unten, das war uns echt ein bisschen zu langweilig, und weil ich ja aus einer bergigen Gegend komme. Und Berlin, du kannst ja nirgends rausgucken, war ja furchtbar, diese Stadt. Du siehst ja nicht mal den Himmel. Du siehst den Ausschnitt. Also jedenfalls, es war deprimierend. Und damals die Stadt nur noch mit den kaputten Fassaden. Und es war eigentlich wirklich deprimierend. Und dann dachte ich, wir steigen auf die Dächer. Na, wir gucken uns mal die Stadt von oben an. Und das war unglaublich. Wir kamen mit dem Projekt so im Hintergrund, ne? Also eigentlich auf alle Dächer rauf, auf die wir wollten. Ne? So mit einer kleinen Institution im Hintergrund kriegst du die Türen auf. Ne? So, wenn du als Privat hinkommst, rührt sich nichts, aber mit einer kleinen Institution im Hintergrund geht das. Und dann sind wir hier, haben wir unsere Dächerwanderungen hier über der Stadt angefangen. Ja? Da oben. Also, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was das für ein Glück war, da oben in der Luft und Sonne und Weite. Und das war noch der Volkshochschulkurs. Das war der Volkshochschulkurs. Und mit dieser Fotokurs der Hausfrauen und die Perspektive, wir wollen Utopien entwerfen, wie wir die Stadt gerne hätten, wie wir sie haben wollten. Ja? Also das war total das Programm. Wir gucken es an, was ist. Und auf den Dächern, na, da hinten ist so ein Dach in Kreuzberg, ne, mit den Schornsteinen. Und damals gab es eine Ofenheizung, da quoll dann der gelbe Schwefelrauch aus den Schornsteinen und rieselte die Innenhöfe runter. Ne. Das war auch hier noch. Habe ich hier noch auf dem Dach erlebt. Ne. Also dann diese Dächer, ich habe da gewohnt am Breitenbachplatz, ein Neubau. Nur Kies, riesige Kiesflächen, ja. Das war doch völlig klar, was das im Sommer für eine Klima entsteht, ja, daher ist der Name, die Wüste lebt, ja. Diese unglaubliche Steinwüste jetzt mal wahrzunehmen, das Ganze ist ja wirklich ein Wahrnehmungsprojekt, also das ist das, was Kunst kann, ne? Hingucken, reflektieren, tief runter sinken lassen und dann damit umgehen. Das ist das, was Kunst macht. Ne? Aufmerksamkeit erzeugen. Ne? Ja, Aufmerksamkeit und Empathie und dein Herz mitsprechen lassen und so. Das ist ja was anderes als das, was Architekten machen. Ne? Also aber die Architekten haben ja heute, gehen die auch schon teilweise in die Richtung Stadtbegrünung, Wasser, Grün in die Stadt, Dächer begrünen. Haben wir angeschoben. Ich sag euch wirklich, wir sind mit. Und dann ging der Kurs weiter, ne, nachdem wir also die Vergrößerung hatten. Also da musste man dann auch ein Fotolabor finden, wo man das machen konnte und dann so groß, wie man das, wie wir das bezahlen konnten. Also diese, so an die, wie ist es, 38, 40 oder so. Es gibt so einen bestimmten Namen für die Größe. Mhm. Also gut. Und dann hatten wir auch ein Labor in der Niedhagstein, in der Schule. Und der Werkstattleiter, der hat nur geguckt, was da aus dieser Entwicklerbrühe da für wahnsinnige Fotos rauskommen, ja? Was? Die Hausfrauen, die durften, ne? So. Und die haben die Stadt von oben fotografiert. Also ich habe natürlich, mehr Rahmen hatte ich nicht, ja? So, aber ich meine, das sind einfach schon unglaubliche Visionen. Ne? Ja. So, und nun ging es los. Also jetzt wollen wir mal die Stadt so verändern, wie es wir gerne hätten, ne? Naja, ich meine, die ersten waren dann so ganz krakelig, so, das ging gar nicht. Ne? Also selber da drauf rumzeichnen, da kamen ganz schreckliche Sachen daraus, dachte ich, das geht ja nicht.
Dann habe ich erstmal Garten-Kulturgeschichte-Bücher, die ganze Literaturliste. Habe ich mir alles zusammengeholt und dann auf dem Boden und dann saßen wir auf dem Boden und dann habe ich so farbige Papierstreifen. Jeder hatte eine andere Farbe und sagt, geht das durch und schmeißt nur eure Farbe rein. Na, so, dann. Ne, die Bücher der Gartenkulturgeschichte, also wirklich unglaublich. Also das heißt, du hast einen wahnsinnigen Schub an Bildung bekommen mit dieser Fragestellung. Ne? Weil hier die Stadtökologie, was ist denn das? Kein Wunder. Ne, so. Und das andere dann eben die Kulturgeschichte. Ne? Und dann fing die Sache an zu explodieren. Dann habe ich Fotokopien gemacht von denen, wo die Streifen drin lagen. Also die persönliche Auswahl der Teilnehmerinnen so. Jede bekam also genau ihr Paket, was sie ausgesucht hat. Und dann hatten wir die Fotokopien und dann fingen wir an hier auf den Dachlandschaften von uns. Na, das seht ihr ja, ne? Geschnippelt gemacht und also, es wurde unglaublich. Aber das könnt ihr euch angucken. Ne? Also eins der ersten war hier von Claudia Mecke. Einige leben nicht mehr, Claudia Mecke ist auch schon tot. Die hat eben Teneriffa, wir hatten kein Geld, ne? Wir konnten nicht reisen. Also Teneriffa auf dem Dach. Ne? So. Dann ein paar Palmen hingestellt und die Hängematte dazwischen. Unsere Situation hier, also wie man hier einfach unglaublich schön die Sonne genießen kann. Ne? Da brauchst du nicht nach Teneriffa, das kannst du auch in Berlin. Also, und es ging weiter mit einer Meditationsgarten. Dann hier Blumen ohne Ende, also ich meine, dann hier eine Ökolandschaft, also mit dem Wasser, was da oben schon auch stehen bleibt. Ja, und verwirklicht hast du das dann nachher in der Schoko. Wie bist du denn in die Schoko gekommen? Naja, genau, ja genau, kürzt das mal ab, das geht sonst sofort los. Da bin ich in die Schoko gekommen. Ja, ich hatte, ja, das war ja, sollte ja eine Diplomarbeit werden und die habe ich dann auch mühsam geschrieben. Und dann hatte ich einen Gutachter, der war missgünstig und der sagte, ach, das ist ja nur Utopie. Ein Linker, ne? Die sowieso. Nur, so, die haben ja keine Utopie. Das ist ja nur Utopie. Na, da habe ich mir gedacht, naja, werden wir doch mal sehen. Ne? Und dann im Autoradio gab es einen Aufruf von Birgit Wendt. Ich habe gehofft, dass. Ach, da ist Birgit Wendt. Wo denn? Ma! Da sind sie doch. Hallo, Birgit Wendt. Wann war das genau? 81. Nee, das muss 80 gewesen sein. Ja. 80? 80? Ja, kann sein. 80. Ja, ja, stimmt. Genau. Also die ersten Treffen zur Schoko fanden im Sommer 80 statt. Ja, aber die Erstbegebung, da war es noch eiskalt hier. Ja, ja. Ja, ja, hast recht. Ja? Also ja. Früher 80. Ja. Also gut, so weit. Nee, Herbst 80. Herbst 80? Ja. Herbst? Ja. Herbst? Ja. Ja, okay, ich muss das mal einsackern lassen. Ja. Also gut, jedenfalls. Und dann gab es gleich die Erstbegehung, ne? Nach der ersten Sitzung. So, dann bekamen wir hier dieses Gemäuer gezeigt. Die Schokoladenfabrik Kreiser und Dörpritz, war noch die Originalschrift draußen am Eingang. Ne? So, und dann gehen wir rein und das war eine Ruine. Keine Heizung, kein Wasser, kein Strom. Und Taubenmist ohne Ende. Ja. Und wollte den Raum haben? Ja, 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 ja. Und so hatten wir, genau, habe ich das gesagt? Ich bin hier reingegangen, weil das, weil mein missgünstiger Gutachter sagte ja nur Utopie und genau. Ich wollte dann hier das Dach haben. Ich bin hier reingegangen, weil ich zwei Dächer brauchte, um diese Utopie zu realisieren. So, den Satz, den muss ich noch so zu Ende bringen. Ich brauchte zwei Dächer und dann kam. Im Autoradio habe ich Birgit Wendts Aufruf gehört. Frauengruppen, die Räume suchen, sollen sich mal da und da melden. Da, da. Na, da war ich dann da. Ne? Und dann ging die Erstbegehung los. Und wie gesagt, eine fantastische Ruine, fast 2000 Quadratmeter, ne? Voll mit Taubenmist und kaputte. Also, es war überhaupt nichts in Ordnung, aber schön, die Dielen so richtig schön aufgefressen und so, weil das Wasser durchs Dach gelaufen war, also malerisch ohne Ende. Und hier konnten wir uns austoben. Und deswegen wollten wir das Ding haben. So, und so war ich drin. Und dann ging es los mit der Initiativgruppe. Ne? Dann waren irgendwie so 8 bis 10 Frauen da. Es war nicht so viel, ne? Mehr waren das gar nicht.
Nee, es war, am Anfang waren wir wirklich so 4, 5 Frauen und dann hatten wir dieses riesige Gebäude entdeckt und hatten dann überlegt, naja, wie füllen wir das jetzt? Wie kriegen wir die Initiativen ran, die ja mitmachen? Weil das ja, ist ja, da kam dann die Kunst jetzt schon, ne? Ja, nicht dann nur, diese, aber auch. Lisa ja. Lancel, mhm. ja, eine Kollegin von mir, eine Künstlerin, und die hatte gerade ein Projekt gemacht mit Budapest und so. Und ich dachte, ja, super, schon, die hatte Projekterfahrung und ja. so. Und dann habe ich die echt belatscht, bis die hier reingegangen ist. Na, dann hat die sofort angebissen, ne? Und dann ging es los mit Berliner Frauensommer. Dann wurde diese, also genau, dann ging es los mit Berliner, also das geht jetzt ein bisschen hoppla hopp. Also wir sind hier rein und es war klar, dass so wenig Frauen sind. Und Lisa, dann habe ich also gesagt, okay, also Künstler arbeiten ja gerne und umsonst und so, ne? Und dann gingen wir rein und dann haben wir Geld besorgt für Farbe und dann mussten mehr Frauen kommen und dann haben wir dieses Flugblatt also verschickt, soweit wir konnten, ne? Alle Frauenzentren, damals gab es ja noch richtig viele Frauenzentren, ne? Die, also 70er, 80er war richtig Feminismus, ne? Also Bewegung, und dann haben wir dieses fantastische Flugblatt verschickt und es steht drauf: Berliner Frauensommer, Tagträume, Schokoladenräume, Frauensommer 82, schwarze Schokolade, Lisa Marcel, Winterfreizeit 81. So, und dann haben wir Geld besorgt, weil ja, da braucht man auch Kanäle, wissen, wie es geht und so weiter. Und das waren dann richtige heftige Auftritte, dann Konkurrenz und so. Und dann musste man also klar inszenieren, damit man Geld bekam und so. Das konnte ich damals sehr gut, richtig mit Türen schmeißen und wild empört, wir lassen uns nicht auseinanderdividieren und so, und dann hatten wir plötzlich. Und aber 81 habt ihr praktisch dann die ganze Zeit nur geplant oder habt ihr da auch schon Aktionen hier gemacht oder was habt ihr da gemacht? Das Plenum musste sich formatieren, es ging ja um eine Initiativgruppe, mhm. ja? Und das heißt, es gab, glaube ich, jede Woche Plenum. Es war grau. Also vielleicht kann ich da auch ja. noch ein bisschen ergänzen. Ja. Zwischenzeitlich war es, das war ja eine Zeit der Hausbesetzungen. Ja, eben. Und hier in Literatur. Genau, also es wurden ja in Berlin, waren ja dann streckenweise, was weiß ich, fast 200 ja. Häuser das, besetzt. Das was ja dazu führte, dass der Berliner Senat gesagt hat, da müssen wir jetzt was machen. Gleichzeitig gab es ja auch die Abrisspläne der großen Wohnungsbaugesellschaften. Die Planung, die ja hier diesen ganzen Teil eigentlich abreißen wollte, um da einen Zugang für eine neue Stadtautobahn, die also vom Oranienplatz nach Südosten führte und so weiter, diesen Ring schließen sollte. Und das war ja der Punkt, weshalb es den Leerstand gab. Ja. Daraufhin gab es eben die Hausbesetzung, die das verhindern wollten. Und die Schoko ist insofern da auch mit reingeraten, als es gab diese Initiative, wie gesagt, wie du gesagt hast, seit was weiß ich, Sommer 80 oder so. Und wir haben dann eben derweil eben auch Mitstreiterinnen gesucht. Sag mal, wer hier ist. Der, genau, und der Hintergrund dessen ist ja auch, und das ist ganz wichtig zu sagen, das Ganze geht ja eben natürlich viel Selbsthilfe, aber der organisatorisch und Hintergrund war die IBA. Und das war letztendlich ja auch der Punkt, dass um diesem ganzen politischen Wirrwarr was entgegenzusetzen, hatte der Berliner Senat der IBA zugestimmt, um damit eben auch an Geld ranzukommen. Ja, also mit, Thema, ne? Ja, ja, also mit der IBA gab es die Möglichkeit, Geld für Aufbau zu bekommen, natürlich auf der Grundlage eines Plans und so weiter und so fort. Und, aber das kam und später. Naja, nee, Moment. Also die IBA, also ich war dann ab 81 bei der IBA und es gab Kolleginnen, also alle Frauen, sagte Gustav Helmer irgendwann mal, alle Frauen hier bei der IBA machen nur noch Schokofabrik. Und, aber es war natürlich notwendig, dass diese Initiative eben auch gestärkt wurde und einen Hintergrund hatte. Und die IBA hat letztendlich auch bis, weiß ich was, wann? 86 dieses Projekt begleitet. Mhm. Um die das IBA kurz zu machen. Die IBA hat ja zum Beispiel auch als Bedingung genannt, dass das Hammam gebaut wird.
Also letztendlich, es gab ja, also es gab ja dann alle möglichen Initiativen, die gewonnen wurden, und vor allem, und das war eben auch eins der zentralen Leitideen auch von IBA, wir wollen was machen für die Leute, die hier leben, dass die nicht vertrieben werden, dass sie hier bleiben können und dass die natürlich auch nicht nur Wohnung haben, sondern auch Orte, wo sie sich aufhalten können. Und da spielte dann natürlich die Rolle türkische Frauen, Hammam und so weiter, die dann da mit eingestiegen sind. Das war Eva Schindel. Eva Schindel, genau. In der IBA, die da Sozialberatung gemacht hat. Jutta Kemper. Jutta Kemper. Jutta Kemper. Jutta Kemper, stimmt. Margaret Kennedy. Ja. Ja. Okay. Und du. Ja. Und das war damals auch ein ganz neues Konzept der IBA oder auch von Architektinnen, auch vom Berufsbild, wie ich das richtig verstanden habe, weil das verknüpft wurde, nicht nur Architektur zu machen, sondern mit Sozialgestaltern. Genau. Also einen ganz neuen Begriff auch und ganz neue Konzepte, die dahinter stecken. Also das Thema Sozialplanung ist sozusagen, also erfunden, kann man ja nur in Anführungszeichen sagen, weil diese Bewegungen und diese Initiativen gab es ja natürlich woanders auch. Aber das zu verbinden mit Architektur und Städtebau oder Stadtplanung war wirklich was Neues für Berlin auf jeden Fall. Ja, aber entsprach auch der Notwendigkeit, weil ja, die Ausstattung der Wohnungen war ja hier also noch mit Ofenheizung und kein warmes Wasser und das gehörte dazu. Also das gehörte hier dazu, dass hier, ich weiß noch, dass eine der ersten Einrichtungen war, eine Waschmaschine zu kaufen und hier Waschmaschinen aufzustellen, dass man hier auch Wäsche waschen konnte. Ne? Also wo das erste Café, da stand die Waschmaschine. Aber ich wollte noch ergänzen, dass zwischenzeitlich wir auch die Schoko besetzt haben. Weil es nämlich so war, wir trafen uns immer brav und machten unsere Initiativtreffen und so weiter und versuchten Leute anzuwerben und irgendwann stellten wir fest, die Schoko ist besetzt. Und zwar nicht von uns, von anderen. Und da waren wir echt platt und dann hatten wir keine andere Möglichkeit. Es war irgendwie auch ganz rührend, wir sind dann hingegangen, es waren so junge Kerle und haben denen gesagt, hört mal, das ist unser Projekt, wir wollen hier was machen. Und damals gab es ja auch noch Auswahl. Wir haben denen dann ein paar Tipps gegeben, geht doch mal dahin. Und das haben die dann auch gemacht. Und dann haben sie auch gesagt, hier ist uns sowieso zu viel Taubenscheiße und es ist auch so ein miesen Zustand. So, und dann mussten wir aber, damit kein anderer kommt, die Schoko unsererseits besetzt. Ja, das war 81, ne? Ja. Das war Mai 81. Ja. Ja. Und noch eine Anekdote, einer dieser jungen Kerle wohnt jetzt wieder hier und hat eine Wohnung gekauft. Also, das ist schön. Der hat eine Wohnung gekauft? Ja. Der hat eine Wohnung gekauft, oder was? Ja, der hat damals, gehörte der zu der Gruppe, die besetzt hatten und die dann gebeten wurden, woanders hinzugehen und der wohnt jetzt hier. Oder in der neuen Straße. Ja. Das ist so, man hängt an Zeilen. Jeder Ehemann Schoko? Ja, also die gehören ja zusammen, die gemeinsamen Gebäude. Das ist schön. Schöne Geschichte. Also das muss ich noch ergänzen. Also von 80 bis 82, bis zu dem Frauensommer, musste ja ein Konzept erstellt werden. Also die IBA-Planung hat das ja auch stark unterstützt, aber die Besetzerin oder die Frauen, die hier waren, die mussten ja richtig sich hinsetzen und schreiben und auch und ein Projekt, also das Projekt beschreiben. Ne? Also ich weiß noch, dass das ein längerer Prozess war. Ne? Klar. Also das war auch nicht unheftig. Ne? Also ich meine, aber wir haben unglaublich viel gelernt. Das war man ja vorher nicht gewohnt, so in Gruppen, also diskutieren und so. Ne? Also das war schon richtig die Schule des Lebens hier, also wirklich. Also rein organisatorisch ging es ja dann so, das Gebäude gehörte eigentlich der GGW. Ja. Und wir waren die Besetzer und wir gehörten dann aber zu denen, es gab ja die Verhandler und die Nichtverhandler. Wir waren die Verhandler. Und haben mit der GGW geredet und haben dann da auch einen 10-Jahres-Vertrag ausgehandelt. Genau. Naja, also ich erinnere mich in den. Das hat gedauert. Das war natürlich. Ich meine, ich darf nicht vergessen, ich hatte Familie zu Hause und ich hatte auch gerade angefangen, einen Job zu bekommen. Das ist mein erster und einziger, der mich. Also ich bin
ständig zwischen allen Ebenen hin und her geflitscht und ich hatte aber die Utopie, ich möchte hier oben die Dächer ausbauen als Dachgewächshaus. Und das war ja dann aber auch ein Teil des Plans. Das sieht man ja auch immer auf diesem, das haben wir jetzt leider nicht hier, diesen Plan. Ja, das hat Sigrid Helmes. Sigrid Helmes, die möchte ich noch ganz besonders gern. Die ist hier oben auf dem Foto. Die war mit bei der ersten Dächerwanderung. Sigrid Helmes war lange hier in der Ökotruppe. Die ist verstorben, ne? Das weiß ich gar nicht. Doch. Oh. Die ist vor einigen Jahren gestorben, auch an Krebs, Brustkrebs. Ne? Also Sigrid Helmes war eine unglaublich starke Person und sehr, also sehr fantasievoll und sehr hilfsbereit. Also die hat alles mit durchgestanden. Also mein Geburtstagskind, also Sigrid Helmes ist hier, also die müsste eine extra Tafel bekommen für ihren Einsatz, den sie hier, also die hat die quasi die Wüste-Leb-Gruppe 1 hier in der Schokofabrik präsent gehalten. Und dann gab es ja hier dann diese Ökotruppe, die ökologische Sanierung der Schokofabrik in die Hand genommen hat. Und da ist eben Veronika Zimmer, die hat diese Ökotruppe geleitet, die letztendlich dieses Dachgewächshaus realisiert hat. Und was da total irre ist, weil die Frauen hatten ja keine Handwerksberufe, die mussten ja alle mit ausgebildet werden. Also die Frauen decken das Dach ab, ja? Die klettern da oben rum, machen andere Sachen, die sonst Frauen nie machen, ne? So, weil nur die tollen Männer das machen. Und deswegen durften auch keine Männer rein, sonst wäre er gar nicht zum Zuge gekommen. Und wer hat Ihnen das gezeigt, wie das geht? Vielleicht ergänze ich ein kleines bisschen. Also ich hatte in Kassel studiert, an der Kunsthochschule Architektur und Stadtplanung. Da gab es auch ein Frauenzentrum und ich war halt auch in der Frauenbewegung aktiv und hörte von der Initiative des Frauenstadtteilzentrums in Berlin. Und da war mein Traum, okay, da möchte ich dabei sein, wirklich so ein Stadtteilzentrum aufzubauen. Da gab es verschiedene andere Dinge, die sich privat noch entwickelten und ich konnte nach Berlin kommen und war dann hier in der Initiative aber erst ab 82 dabei. Und da gab es noch mehrere, also ich war dann ausgebildete Stadtplanerin, dann gab es aber auch noch ein paar Architektinnen dabei. Und es gab eine Architektinnengruppe, die sich dann im Auftrag der IBA um das ganze Haus kümmerte und zwei andere Architektinnen mit mir zusammen aus der Initiativgruppe, die gesagt haben, zusammen auch mit Sigrid Helmes und ein paar anderen, wir wollen diese Ökomaßnahmen machen. Also und die Öko-Gruppe, die Wüste lebt, also die drei Architektinnen waren dann noch Petra Bosse und Astrid Vogel. Und mit uns, wir drei haben praktisch die Planung entworfen. Wir haben mit den ersten Firmen über Solardächer verhandelt. Ich werde es nie vergessen, dass die Berliner Firmen alle sagten, in Berlin scheint die Sonne gar nicht und uns das ausgeredet haben, sodass wir es wirklich nicht machen konnten in der damaligen Zeit. Es war nicht möglich. Und alles andere, ja klar, wir alle hatten ein bisschen Können. Und dann haben wir uns informiert, auch mit den Firmen, was machen wir, wenn wir auf dem Dach sind. Wir haben uns angeseilt und so, aber wir haben beispielsweise eben die Dachziegel eben auch so mit dem Hammer zerhauen und im Nachhinein erst gemerkt, so ganz ungesund war das eben auch nicht. Also learning by doing. Es war einfach toll, weil es auch eine Gruppe war, die von der IBA, zu der ja Birgit gehörte und ein paar andere, dann auch Margaret Kennedy gehörte, die uns einfach total gepusht hat. Also mit den Anträgen auch eben, dass wir Geld von der IKEA-Stiftung bekommen haben, dass wir mit der GSW verhandeln konnten. Ich bin dann auch in den Vorstand und also so, dass praktisch viele Sachen parallel gelaufen sind, ne? Und das war, ich will nur sagen, ich war da nicht alleine verantwortlich, sondern es haben ganz viele miteinander getragen aus ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen heraus. Und das war, glaube ich, auch das Besondere, weshalb das geklappt hat letztlich. Ja. Ja. Kennedy wäre wahrscheinlich auch gerne gekommen, aber die ist auch, ich glaube, vor 3 Jahren gestorben. Ja, also Margaret, die hatte ja bei der IBA den Job für Ökologie, die war... Ne? Und insofern hatte sie natürlich auch ein ganz starkes Interesse, sowas mal umzusetzen und nicht nur darüber zu forschen und zu planen und so weiter.
Und es gibt eine ganz schöne Geschichte, die wir alle ganz toll fanden, weil du sagst, IKEA-Stiftung, da ging es ja dann eben darum, Geld für den Ausbau zu haben. Was machte Margret? Sie nahm eine Kiste mit Erde voller Regenwürmer, ja, genau, und fuhr damit nach Frankfurt oder Wiesbaden oder wo auch immer dieses Zentrum war von der IKEA-Stiftung und trug dann ihr Konzept vor und zeigte den Leuten, die darüber entschieden, liebe Leute, guckt mal, das alles kann man machen mit Ökologie und so weiter, bla bla. Ja. Und das war der Durchbruch dann für das Geld, also dass die, ja, die IKEA-Stiftung dann eben auch Fördergelder bewilligt hat. Aber ich möchte jetzt noch dazu sagen, also das war nicht unbestimmt, dass Dr. Margret Kennedy hier mitgearbeitet hat. Ich glaube, damals also war gar nichts unumstritten. Nö, es war eine Menge Frauen, also mit nicht so wahnsinnigen Qualifikationen und nicht mit ihnen. Aber ich wollte, dass das Dach finanziert wird. Ne? Deswegen habe ich sie mit in die Gruppe reingenommen. Es war eine ganz strategische Überlegung. Also ich sag mal, klar, es gab die Unterschiede und es gab natürlich auch die hierarchischen Kämpfe. Aber ohne die IGA, ohne diese Connections, ohne auch die Hausbesetzer natürlich und die Hausbesetzerinnen, wäre das niemals passiert. Also das war ja damals auch die Situation, dass in vielen Innenstädten die schönen alten Innenstädte leer standen, also unabhängig von der Planung in Berlin, dass hier dann eben Abriss und eine Autobahnplanung war. Aber es gab es ja in anderen Städten auch, dass die Studentinnen wieder zurückzogen in die Innenstädte. Und ich glaube, klar, wir haben uns unfassbar viel gestritten auch, ja. Aber ich glaube, ohne diese diversen Verbindungen hätten wir es in der Größe nicht hinbekommen. Ich ne? wollte das nur mal sagen, es war ja nicht nur Friede vor der Eierkuchen. Nee, ich wollte nur mal sagen, es gab hier sehr starke, also das ist dann in den Plänen, die mir eigentlich in grauenhafter Erinnerung sind. Ne? Ja, teilweise. Also ich meine, ich war zum Schluss richtig traumatisiert von der Schoko. Ne? Ich war ja auch jahrelang nicht mehr hier. Mir hat das so gereicht. Ne? Aber jetzt, wo alles so weit, dass wir das überlebt haben und dass wir hier zusammen sind, ist natürlich schon, ich wollte hier nochmal sagen, also uns ging es ja um dieses Stadtklima. Ne? Also, ja. So. Und das war eines der ersten begrünten Dächer. Ne? Genau. Ja? Ja, und jetzt hat der Berliner Senat, letzte Anmerkung, ja entschieden, dass die Häuser begrünt, also mindestens die öffentlichen, endlich begrünt werden sollen. Ja. Nach ja. 40 Jahren, also nee, das war 86 dann also, fertig. Aber trotzdem, das ist doch unfassbar, oder? Wie lange sowas dauert. Ja, aber ich meine, wir haben das insofern mit angestoßen, als ich mit diesen Collagen, mit ja. Frauen, das war eine Gruppe, ja, in die Architektenkongress ja. gegangen sind. Ja. Wir haben das auf einem ja. Architektenkongress, den na, haben sie alle vorgestellt. Ja, ich New York, wir waren doch sicher alle bei New York und so. Und dann ging so die Runde und was habt ihr gebaut? Sagt wir oder was macht ihr? Wir sind keine Architektinnen, da wollten sie schon so machen. Mhm. Und das, aber wir wohnen in den Häusern, die ihr baut. Mhm. Ja, das war dann schon ein bisschen kritisch. Ne? Und dann haben wir hier unsere Mappen vorgezeigt und dann sind die Fliegen da drauf gegangen und so. Also es sind ganz viel, diese Initiative hatte durch diese, also hat es, sie hat sich, also das ist ein Virus gewesen, ja? Ja. Ja. So viel zum Thema Utopien und Selbstverwirklichung. Ja, and my seeds of inspiration, ich sage mal, ich bin Seefrau. Ich habe ja noch ein paar anderes Häuser bis jetzt, Teufelsberg, ne? Habe ich ja auch viele Jahre. Das war dann später, ne? Ja, das war dann später, naja. Ja. Also irgendwie, ich bin so die Seeräuber-Jenny sozusagen. Ja. Gut. Jetzt hätten wir eigentlich den Rundschlag soweit ja. gemacht, oder? Also interessant finde ich noch, ob das etwas ganz Besonderes war. Wart ihr die einzige Frauengruppe, die überhaupt ein Haus besetzt hat, oder gab es das öfters? Es gab noch ein anderes Projekt. Es gab noch eine, die Nonnenstraße 54. Ja, Nonnenstraße 54 ist ein von Frauen besetztes Haus gewesen, was dann auch lange gekämpft hat, auch mit meiner Unterstützung, mit der IBA-Unterstützung dann auch.
dass sie wirklich als besetztes Haus erhalten bleiben. Sind dann vom Martinswerk sind sie dann übernommen worden und wir haben eine Planung für sie gemacht, dass sie in ihrer Wohnform, wie sie wohnen wollten, so etagenweise in Wohngemeinschaften, dass das Haus in der Form eben auch instand gesetzt wurde und mit Mini-Mini-Maßnahmen so weit modernisiert, dass sie da wohnen bleiben könnte. Und das Haus ist nach wie vor immer noch teilweise von den Frauen, die damals gewohnt haben, an dem Prozess beteiligt haben, ist nach wie vor eben ein bewohntes Haus, im Wesentlichen von Frauen in Wohngemeinschaftsform und gehört nach wie vor zum Martinswerk. Also es ist das. Und dann gab es noch die Liegnitzer Straße. Stimmt. Ja. Da gab es noch die Liegnitzer Straße, das Hexenhaus, was eben auch. Also die Kinder Welze, also Potsdamer 159 und Winterfeldstraße. Genau, und die gab es auch noch. In der Potsdamer Straße, Pelze, die hatten auch mehrere Häuser. Ja. Das war ja dann auch Begine, ne? Begine ist. Und daneben war diese Pelze und das war eben auch so ein ganz internationaler Treffpunkt für Künstlerinnen. Als ich mal meinen Vetter in Chicago besucht habe, dann kannten die einfach Pelze, ja. Also über diese Kunstorte, die sehr abgefahren und sehr attraktiv waren. Ne? So, also ich meine, Schoko war auch ganz attraktiv, weil es sowas Ungewöhnliches war. Ne? Mhm. Also was haben wir jetzt? 6 Häuser, ne? 6 von 5 oder 6. 5 oder 6, ne? Also genau, 3 in Kreuzberg und Schöneberg 2 oder 3? 2. Also 5 mindestens. Also mindestens 5. Es gab noch mal Jagostraße in Hoher Wiedau, aber das war nur kurzzeitig. Ja, genau. Die haben das waren Frauen? Das war gemischt? Ja, war auch ein Teil Frauen, ja. Ja. Das war die gemischtes Projekt. Das war die Knastinitiative, ne? Die Jagostraße war das. Bitte? Die Knastinitiative. Nee, das war noch, gab ja einfach mehrere. Die Straßen, ja. Nein, die Knastinitiative fand ich auch super. Aber ich glaube, das ist insgesamt schon was Besonderes. Also, dass es auch gerade diese Häuser noch gibt und dass die so überlebt haben. Ja. Es tut sich ja jetzt auch wieder einiges, aber mal sehen, was so alles passiert. Was tut sich jetzt? Kannst du naja, das, mein Gefühl ist, dass also gerade in der jungen Menschen sehr viel mehr an, ich sag mal, Energie entsteht, auch wieder Dinge anders zu gestalten, um es mal so allgemein zu formulieren. Aber ja? Die Freiräume, die wir damals hatten, diese Freiräume. Ja klar, aber sie werden eigene Freiräume finden. Da bin ich ganz zuversichtlich. Also wenn ich an Fridays for Future denke, die finden so viele neue Freiräume, da verlasse ich mich jetzt auch drauf. Wir haben das damals auch gefunden. Warum sollen die das mit ihrer? Das kommt ja auf, was du gesagt hast, aus den verschiedenen Sachen, die Energie der Einzelnen, die Fähigkeiten der Einzelnen, aber die Kraft auch und etwas zu wollen. Ne? Das ist auch eine Notwendigkeit. Und das ist jetzt wieder diese Notwendigkeit, dass du einen Zugang hast zu deiner Kreativität, dass du was tun kannst und nicht nur eine Kontonummer bist für große Gesellschaften. Das war einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Gestaltung. Ich wollte noch ein paar Notizen einfach ausgeben. Also es ging eigentlich, also Kunst hat ja auch eine philosophische Dimension, ne? Und mir ging es um die Orte und Gegenorte zu gestalten. Orte und Gegenorte oder wo der Pegasus abhebt, also wo die Inspiration Raum gewinnt. Ne? Und eins meiner wichtigsten Sätze war damals, alles was heute Wirklichkeit schaute, einst die Fantasie. Also bevor ein Haus steht, wird es erstmals gedacht und skizziert und gemacht. Und das ist ein Satz, der ist so stark. Alles, was heute Wirklichkeit schaute, einst die Fantasie. Und diese ganze Fantasietätigkeit und sich nicht reduzieren zu lassen auf das, was ist und schön brav, sondern dass du tief in dich innen rein und dass du diesen Impulsen nachgehen kannst. Das war so ein ganz wesentlicher, den ich auch meinen Kindern vermittelt habe und der eigentlich immer weiter treibt. Und das ist das, was diese Impulse, ne? Und dann einfach mal anfangen. Okay, jetzt höre ich mal auf. Ich glaube, wir können das nachher noch vertiefen. Ich habe ja hier ohne Ende Texte. Dieser Katalog, da sind wir noch gar nicht dazu gekommen, ja? 1982 ist dann die Schwarze Schokolade gegründet worden aus dem Berliner Frauensommer.
der dazu da war, das Haus sauber zu machen, zu gestalten, also die Wände zu weißen, Geld zu besorgen für Farbe und die ganze Arbeit hier zu machen, nicht mehr alle, aber. Und dieser Berliner Frauensommer, das war vor allen Dingen Lisa Larcel, die leider auch nicht mehr lebt, und Chris Werner, die einen Auftritt zur schwarzen Schokolade am 31.10. hier in der Schoko macht, wo wir nochmal über die Kunst reden. Und dieser Katalog liegt oben aus. Mhm. Und eigentlich könnte man... Der ist aber auch im Internet auch zu finden. Ja, der ist auch zu erwerben. Also genau, wir würden gerne den für 10 Euro verkaufen. Ja, das kann man auch. Und da liegen die Exemplare oben. Ne? Und da ist ganz viel Texte drin und Erinnerungen und Konzepte von den Künstlerinnen, die sich hier alle betätigt haben. Deswegen, das ist ein richtig tolles Dokument. Da haben wir nämlich nochmal im Bonner Frauenmuseum eine Ausstellung gemacht. Ja. Das war 30-jährige Jubiläum der Schwarzen Schokolade. Also das war 1982. Ja. Im Bonner. Und da ist Helga gekommen, daher kennen wir uns. Ne? Genau. Und hat die Dokumentation von der Präsentation, eine super Präsentation gemacht mit langen Aufstellern und hat das in der Ausstellung die Schokofabrik vertreten. So, Helga. Jetzt seid ihr dran, könnt ihr mal Fragen stellen. Ja, wenn euch jemand das interessiert mit dem Teufelsberg, das fand ich auch sehr interessant. Weil irgendwie ist das so die Berliner Geschichte seit 1980, die besetzten Häuser, dann war die Mauer weg, dann war der Teufelsberg. Das ist auch noch interessant, was du da gemacht hast. Ja, es geht eigentlich bei mir auch immer um die Frauen, ne? Und Frauen in der Geschichte, ne? Und for Peace. Und der Teufelsberg ist ja ein Relikt des Kalten Krieges. Und darunter ist das Wehrtechnische Institut von Hitler. Und die Trümmerfrauen haben da mitgeholfen, den Trümmerschutt der Stadt zusammenzukarren und damit aufzuhalten. Und das hat mich eigentlich alles ziemlich bewegt, ne? Dass dieser Trümmerberg der deutschen Geschichte. Oh ja, da habe ich dann jedenfalls auch so ein bisschen rumgerührt. Ne? Aber ich meine, ich hatte hier die Etage, die habe ich besetzt. Ne? Der 6. Stock im Turm. Verrückt, ne? Das ist mein Mieses. Habe ich 9 Jahre gehabt. Ich hatte 9 Jahre den wahnsinnigsten Rundblick auf die Stadt. Und da habe ich eine Schriftwand gestaltet, eine Anrufung an die heilige Göttin Erde. Und da der Turm jetzt abgeschlossen ist und keiner darauf darf, ist es oben ein Heiligtum. Die Anrufung an die heilige Göttin Erde, die ich übrigens hier in der Schokofabrik auch schon angerufen habe, ne? In dem Kunstraum. Die erste Inszenierung im Kunstraum, die erste Kunst von der Kunstgruppe. Ne? Ich habe tatsächlich einen Kreis in den Backstein gemeißelt. Das Zentrum war zufällig die Höhe meines Herzens, den Nagel reingesetzt. Dann habe ich an einer Schnur den Meißel gespannt, soweit ich greifen konnte, und habe in einem irrsinnigen Aufwand eine 2 cm tiefe Kerbe in die Backsteinwand gemeißelt. Hier nicht, das war auch so der Sucht. Das ist oben, das ist hier mit drin. Ich kann das gar nicht als. Hier ist es drin. Also, wer es nochmal genauer wissen will, ich habe hier die erste Inszenierung. Übersetzt mich in die Wirklichkeit. Ich habe da eine Anrufung an die heilige Göttin Erde aus Apuleius Goldenem Esel vorgelesen und habe quasi hier dann richtige Puja, ein richtiges Ritual gemacht, um die Energie der heiligen Göttin hier reinzulenken. Und sie ist immer noch. Genau. Sie ist noch da, ne? Ja, vielleicht, wenn ihr noch mal Fragen in der großen Runde habt oder sonst gibt es noch Einzelgespräche oder die Fotos an der Kamera. Ich habe so Kleinigkeiten mitgebracht zu deinem Stehen. Ich dachte, du freust dich. Das wird ja schön gelaufen.
nächste Begrüßung. Welche habe ich wohl noch?